Hallo ihr Lieben, ich habe heute die wundervolle Ehre, unseren Ministerpräsidenten besuchen zu dürfen und freue mich schon sehr. Hallo lieber Herr Kretschmann, vielen Dank, dass ich mal hier mit Ihnen kurz plaudern kann. Ich habe Sie gebeten um dieses Gespräch, weil ich finde, dass Sie so ein wundervoller Gesprächspartner sind. Und zwar nicht nur, weil Sie so interessante Sachen sagen und klug sind, sondern weil Sie so wunderbar zuhören können und immer so wertschätzend auf Augenhöhe kommunizieren. Und ich glaube, da gibt es ganz viele Menschen, die da von Ihnen viel lernen können. Und da wollte ich einfach gerne mal von Ihnen wissen, wie schaffen Sie das in so einem stressigen Alltag immer noch, sich das zu bewahren und so ein wertvoller Gesprächspartner zu sein? Also es ist einfach so, wenn man ein gewähltes Amt hat in der Demokratie, dann ist Zuhören ja sozusagen die Grundsubstanz dessen, was Demokratie bedeutet. Ja. Ein Abgeordneter heißt Abgeordneter, das heißt, der regiert anstelle vom Volk selber. Und wenn ich nicht mehr zuhören kann, dann ist ja die Entfremdung von der Bevölkerung ja schon der Beginn. Und darum ist Zuhören sozusagen das ganz Elementare in der Demokratie. Nicht? Denn man macht ja das, was man tut, im Auftrag der Bürgerschaft. Ja? Und das ist ganz wichtig, aber ich finde, es ist eigentlich auch im zwischenmenschlichen Bereich das Allerwichtigste. Genau, das wollte ich gerade sagen. Das hört sich so an, als wäre das eine Pflicht in der Politik. Aber ich habe jetzt nie das Gefühl, dass Sie sich dazu zwingen müssen, denn Sie fragen ja nach und wollen auch wirklich Dinge wissen. Das heißt, ich habe eigentlich mehr das Gefühl, dass Sie zuhören, weil es Sie auch interessiert, was andere Menschen zu sagen haben. Das ist das Tolle am Menschen, dass er neugierig ist. Ja? Wenn Sie sagen, Sie sind neugierig. Ja. Und das Tolle am Menschen ist, dass er neugierig bleiben kann bis ins Alter. Bei den Füchsen ist es so, die sind neugierig, solange sie noch jung sind. Junge Füchse sind neugierig, ältere nur noch vorsichtig. Und der Mensch bleibt neugierig bis ins Alter. Und das unterscheidet ihn von allen anderen Säugetieren. Und darum ist es so wichtig, das macht eigentlich den Charme des Menschen aus, dass er so lange neugierig bleibt. Das klingt toll, aber leider ist es nicht so, dass alle Menschen positiv kommunizieren und so interessiert zuhören, wie sie das machen. Und obwohl die weitaus vielleicht einen weniger stressigen Job haben und sie sind immer so ein guter Zuhörer, da muss doch irgendwie, ist doch trotzdem etwas ganz Besonderes, was da in ihrer Person liegt, etwas, was sie machen, was andere eben so gar nicht so können. Gibt es da einen Rat, wie man das lernt, wie man neugierig bleibt und im Gespräch offen bleibt? Muss ich einfach klar machen, da hat man selber was davon, wenn man neugierig ist. Ja? da erfährt man was. Ja? Und wir Menschen sind ja verschieden, jeder ist ja anders. Ja? Und man erfährt immer was Interessantes, wenn man genau zuhört. Und das ist jetzt nicht nur der Respekt vor dem anderen, dass man zuhört, ja? Weil der will einem ja was sagen. Sondern dass man hat auch richtig was davon und das vergessen die meisten. Die meisten denken, ich muss dem jetzt zuhören, sonst ist er beleidigt. Genau, genau. Und sie machen es auch wirklich aus echtem Interesse. Und das muss man einfach ablegen und sich klar machen, man erfährt immer was Interessantes. Natürlich nicht immer die große Neuigkeit, ja. Nicht, das ist eine Neugier, die immer zu viel auf Skandale aus ist in der modernen Gesellschaft, sondern man muss eigentlich so eine leise Neugier haben. Die Zwischentöne sind doch das Interessante. Was sagt er zwischen den Zeilen? Was meint er eigentlich? Ja, was will er mir sagen? Ja, nicht? Und das ist einfach der Unterschied. Man kann natürlich viel reden und hat nichts zu sagen. Ja. Und ich denke, wenn man zuhört, und der andere merkt das, dass man wirklich interessiert ist, dann macht er auch auf und dann sagt er einem immer was und redet nicht nur an einem hin oder schwätzt an einem hin, wie der Schwarz sagt. Genau, im Netz gibt es auch so dieses typische Wort, das heißt Kommentare, man kommentiert nur noch und da kommt ja auch so ein echter Dialog überhaupt nicht zustande. Und wie ist das in der Politik? Also wenn dann Sie miteinander reden, ist es dann nicht so, dass jeder nur so sein Statement abgibt? Und gibt es da noch extra echte Gespräche? Und wie bewahren Sie das, dass Sie dann in solchen Situationen auch wieder ins Gespräch kommen? Ja,
ein Gespräch der Politik muss dazu was führen. Das sollte ja ein Ergebnis haben. Ja? Wir müssen ja handeln, nicht nur schwätzen. Wir müssen ja zum Schluss was tun. Das heißt, man muss sich verständigen. Nicht dazu muss man sich verstehen. Und wenn man sich versteht, kann man sich auch verständigen. Verständigen meint, man denkt selber, aber man muss sich auch in das Denken des anderen reinversetzen, sonst kann man sich nämlich nicht verständigen. Wenn man das möchte, dass man auch sich in den Standpunkt des anderen versetzt, das kann man ja gar keinen Kompromiss machen. Nur wenn man das macht, dann versteht man den anderen auch nicht. Und ich will mal so sagen, einander verstehen ist zum Beispiel in der Partnerschaft das A und O, das ist sozusagen die halbe Liebe. Ja. Und philosophisch würde man sagen, wir akzeptieren uns als gleichberechtigte Partner nicht. Deswegen muss man auch immer auf Augenhöhe zuhören, auch wenn man ein hohes Amt hat. Im Reden miteinander sind wir auf gleicher Augenhöhe, im Entscheiden natürlich nicht. Ich habe ja mehr zu entscheiden als jetzt irgendjemand, den ich auf der Straße treffe. Ja? Aber im Austausch der Meinungen, das muss immer auf Augenhöhe. Also ja, und das machen Sie ganz wunderbar. Also dieses Kommunizieren auf Augenhöhe und zuhören und neugierig sein. Also großartig. Vielen, vielen lieben Dank und genau weiter so. Und ich wünschte mir, alle Menschen würden sich da eine Scheibe abschneiden und würden es genau so machen. Vielen Dank. Gut.